Südamerikanischer Flair, mitten in Bayern. Vor 9 Jahren hat Elisabeth Mauermeier ihre Leidenschaft, die Alpaka-Zucht, zu ihrem Beruf gemacht. Momentan besteht ihre Herde aus 17 Tieren. Ich habe das erste Mal in Fernsehzeitung gesehen, also nur im Kopf. Und dann habe ich gesucht, was das ist und haben halt rumgeschaut, wo es Alpakas gibt und so. Und dann vor 9 Jahren habe ich mein erstes Alpaka gekriegt. Das Alpaka ist eine Kamelform aus den südamerikanischen Anden. Gezüchtet wird es vorwiegend wegen seiner Wolle. Alpakas sind für ihr ruhiges, friedliches Gemüt bekannt. Deshalb werden sie auch für Therapiestunden mit behinderten Kindern eingesetzt. Die Alpakas züchte ich wegen den Alpakas. Die Augen haben mich so fasziniert, das war das Allererste. Neben den Alpakas leben bei der Familie Mauermeier auch 2 Lamas, mehrere Pferde und einige Wallabies. Das sind kleine Kängurus, die hauptsächlich in Australien vorkommen. Aber zurück zu den Alpakas. Sie sind Herdentiere und fühlen sich deshalb in der Gruppe am wohlsten. Außerdem sind sie Pflanzenfresser. Wer Alpakas hält, sollte so einiges beachten. Man braucht 1000 Quadratmeter für 2 Alpakas. Das ist das Wichtigste. Ein Stall, in dem es nicht zieht, Wasser und Heu. Das Alpakafell sollte regelmäßig gepflegt und einmal im Jahr geschoren werden. Es ist besonders dick und weich und deshalb gut zur Weiterverarbeitung geeignet. Die Sachen, die Elisabeth Mauermeier aus der Wolle herstellt, verkauft sie größtenteils. So kann sie ihre Leidenschaft mit vielen Menschen teilen.